Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und es ist der Tag gekommen. Und Belgien, Freunde. Und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Wir befinden uns wieder in Wien. Und wir sind verabredet. Wir werden mit Lukas. Ich habe gestern mit ihm so ein Gespräch geführt. Ich so, Bro, wo kann man hier eigentlich so Slice Pizza essen? Einfach so ein Pizza Slice. Also, ich habe da einen Spot für dich. Ich so, perfekt, lass uns heute treffen. Viel Spaß in diesem Video. Jeder von euch wünscht sich, dass er sein Handy nicht verlieren kann oder es bei einem Sturz nicht kaputt ist, oder? Und ja, ich habe die Lösung. Rhino Shield. Das Rhino Shield dein Handy bei Sturz oder Fall schützt. Das wissen wir alle. Das denke ich, brauche ich nicht mehr zu erklären. Und jetzt stellst du dir die Frage, warum sollte ich durch Rhino Shield mein Handy nicht verlieren? Weil Rhino Shield bietet nicht nur maximalen Schutz für dein Handy, AirPod, Apple Watch, iPods. Weil Rhino Shield bietet nicht nur maximalen Schutz für dein Handy, AirPod, Apple Watch oder iPad, sondern man kann sich komplett eigene Designs und Motive auf sein Case packen. Und es gibt noch eine riesige Auswahl von Musik, Film, Spielen und vielem weiteren. Sowie auch die einzelnen Knöpfe auf den Cases kann man in unterschiedlichen Farben wählen. Du kannst deiner Kreativität kompletten freien Lauf lassen. Und jetzt kommen wir zum Highlight der ganzen Geschichte. Vom 17.11. bis 29.11. Was ist da? Weiß ich nicht. Gibt es bis zu 60% Rabatt. Und mit meinem Code RANDYFRIDAY bekommt ihr nochmal 10% obendrauf. Das heißt, ihr habt dann insgesamt 70% Rabatt. Der erste Link in der Videobeschreibung bringt euch direkt auf die Seite von Rhino Shield. Vielen Dank an den heutigen Sponsor des Videos, Rhino Shield. Und jetzt gehen wir weiter zur U-Bahn. Und warum man diese Handyschalen nicht verlieren kann, ist, weil sie einfach so schön sind. Bruh. Leute, abonniert alle Randy und Lukas. Ihr müsst alle sie abonnieren. Die machen wirklich sehr gute Videos. Ihr müsst sie abonnieren. Und das liken und kommentieren. Ich grüße 7a ZPC, Zwieperes Reis. Wir schauen eure Videos auch in der Klasse zusammen. Echt jetzt? Ja, wirklich. Stark, stark, wirklich. Stark. Danke. Da gibt Gas in der Schule. Danke, danke. Ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr unterwegs seid, seid immer zu früh unterwegs. Zum Beispiel jetzt. Ich weiß, diese U-Bahn wird übelst voll sein. Dann warte ich einfach auf die nächste. Sollen die alle einsteigen? Sollen sich da quälen, weil ich würde jetzt aktuell eine U-Bahn früher kommen, wie ich mit Lukas ausgemacht habe. Ich werde in die nächste steigen. Was habe ich euch gesagt, Leute? Schaut es euch an. Sieht aus, wie wenn Oktoberfest ist in München. Nein, mache ich nicht. Eine Minute, 37 Sekunden später. Da die erste Bahn Verspätung hatte, ist jetzt schon die nächste da. Schaut jetzt. Geht. Auch nicht gerade ein Segen, aber geht. Ich bin ehrlich, sonst fahre ich ohne Maske, aber fürs Video fahre ich jetzt mit Maske. Alibi. Nur für die ganzen Leute, die immer Maskenpflicht sagen, die tragen sie ihre Maske. Ihr trägt fast keine Maske. Lukas hat geschrieben, wann nochmal? 16.10 Uhr passt, ja safe. Ach, wir haben 16.02 Uhr. Jetzt warten wir kurz 6 Minuten, dann ist Lukas eh schon da. Ich habe mir auch was Neues überlegt, Freunde. Ich werde jetzt immer mal wieder in dem Vlog einfach eine Person raussuchen, random, und schauen, was sie mir für eine Nachricht schreiben. Und den werde ich dann auch antworten, hier live im Video. Servus Randy, könntest du mir sagen, wie der Club in Amsterdam hieß, den ihr so, in dem ihr so einen geilen Abend hattet? Shelter, mein Bester. By the way, dieser Laden, boah, ist der nice gewesen. Also ihr kennt alle mein Outro. Dies Maria, Maria. Diesen Song haben Lukas und ich das erste Mal gehört. Für alle jetzt nochmal der Song, weil meine ganzen DMs voll sind, wie dieses Outro heißt, ist noch nicht released. Aber schreibt mir gerne weiter DMs. Lukas ist anscheinend oben, das habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, wir treffen uns unten. Wie läuft die Diät? Die Diät läuft fett. Ah, okay, fast. Fett, ich traue mich nicht zu wiegen. Eigentlich habe ich gesagt, ich habe mich heute Morgen nicht gewogen, aber eigentlich bin ich vor der Waage gestanden. Alter, ich muss noch. Echt? Nein, Spaß. Wie geht's euch, Leute? Was hat euch Randy bisher gezeigt? Wie war euer Tag? Wie war euer gemeinsamer Tag? Was habt ihr erlebt? Was ist passiert? Wir haben jemanden getroffen. Ich weiß nicht mehr, wie die Schule hieß. ZPC, Zwieperes Reis. Liebe Grüße auch von den Kollegen. Die schauen im Unterricht unsere Videos. Ah ja? Ja. Aber mit Lehrer oder ohne Lehrer? Das weiß ich nicht. Ich habe gesagt, sie sollen trotzdem weiter stark lernen. Wir haben ja Wien schon von sehr vielen schönen Seiten gezeigt. Aber wenn ihr euch mal mal schaut, wie es ja gerade so von den Lichtverhältnissen und von der Tageszeit ist. Wir haben 16.15 Uhr, wie ihr mitbekommen habt. Und das ist ein großes Problem in Wien. Früh dunkel. Es ist einfach 16 Uhr, geht gefühlt die Sonne unter. Ja, das ist echt blöd. Aber Pizza schmeckt trotzdem. Wir haben auch extra geswitcht, weil wir wollten eigentlich trainieren gehen und dann essen. Falls ihr es auch noch nicht mitbekommen habt, alle, Lukas und ich haben hier so eine kleine Sache im Laufen. Wir machen so eine Diät auf Instagram. Also nicht auf Instagram, sondern im echten Leben. Aber auf Instagram könnt ihr dabei sein. Und Lukas wird halt dieses Mal wirklich verlieren. Bei mir ist es vielleicht wirklich eher auf Instagram. Also das stimmt, das stimmt. Den Rest könnt ihr mitbekommen auf Instagram. Salam alaikum. Sorry. Oh, sorry. Das sorry. Ich habe mir Tag gut überlegen müssen. Ich kenne nicht sorry. Sorry. Das war auf jeden Fall die heftigste Begrüßung. Ja, Bruder. Ja, aber ich bin gerade nämlich im Weg in Tunni. Und jetzt, weil wir zu voll sind, können wir gleich ein Foto machen. Ja, ja.
Danke, ohne Spaß. Was studierst du? Betriebswirtschaft am Oskar Morgensternplatz, da 4. Sehr cool. Gib Gas, viel Erfolg. Ja, danke. Beim wie nächsten läuft Mal die Diät? Diät. Wir gehen jetzt trainieren und davor Pizza essen. Also geht, läuft gerade gut. Cooler Content, weiter so, danke. Bye, bye. Tschüss. Also das war auf jeden Fall die interessanteste Begrüßung. Ich hatte gedacht, die will dich umarmen und du kennst sie erst. Ich hatte kurz Puls höher als mein Fahrradfahren gerade in den 16 Minuten. Meine Damen und Herren, das ist die sogenannte Matto-Pizza. Ich war erst zweimal dort, zusammen mit La Pausa, glaube ich, so eine der einzigen Slice-Shops in Wien, die einigermaßen robuste Pizza liefern. Ja, die Pizza ist auf jeden Fall ganz gut, so auf die Hand. Aber ich habe noch nicht so viel probiert dort. Ich weiß, es nur so, kann so upgraden mit, ich glaube, so Burrata und dann gibt es Honig, Chili-Honig, irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall ein guter Snack so auf die Hand in der schönen Innenstadt im ersten Bezirk in Wien. Ihr seht, Pferde fahren vorbei, Pferde gehen vorbei, Autos, Lichter gehen unter, die Stadt lebt. Bald ist schon wieder Wochenende, gehen wir eine Pizza essen. Egal. Was kannst du empfehlen? Sehr lecker brauchen wir. Sehr lecker, dann würde ich euch empfehlen, ihr wartet ein bisschen, weil ich mache gleich alles neu. Jo, 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 Freunde, was geht ab? Pizzerie macht einen sehr, sehr schönen Eindruck. Die Jungs sind super freundlich. Es gibt eine große Auswahl an Pizzen, die immer auch direkt frisch in der Vitrine liegen. Die haben jetzt extra auch nochmal vorbereitet, deswegen haben wir nochmal 10 Minuten gewartet. Bierzapfanlage haben sie da. Ich glaube, die machen auch so ein bisschen Cocktails. Die Pizzakartons sehen auch ziemlich nice aus. Der Ofen ist ein riesiger Ofen. Wie ich das jetzt verstanden habe, ist es so, dass sie den Teig so gesagt einmal kurz vorbacken, holen ihn raus, packen nur die Tomatensauce und sowas drauf und Käse wahrscheinlich auch, packen das dann nochmal in den Ofen und danach wird die Pizza belegt. Und dann hast du so kleine viereckige Slices. Das war's eigentlich auch. Für was Matto Pizza steht, weiß ich nicht, aber das werde ich gleich nochmal fragen. Weißt du, was bedeutet Matto? Nein. Auf Italienisch verrückt. Verrückt? Ja, crazy. Dann kommt das öfter zu euch essen. Das bedeutet, ja. Auf Italienisch Matto, auf Spanisch Loco. Are you matt? Deswegen, Bruder. Deswegen. Are you matt? Are you matto? Ein Meter kommt noch. Ein Meter? Ja. Und das die scharfe Salami, das die normale? Ja, genau. Margarita. Marinara, vegane Pizza. Das ist Büffelmozzarella Rucola, Fungi und das ist eine weiße mit Büffelmozzarella, getrockneten gelben Tomaten, roten und Oliven. Okay, ich denke aber trotzdem, dass ich nochmal eine scharfe Salami auf jeden Fall nehme. Dann nehmen wir zwei davon. Bei mir, oder besser gesagt bei uns diesmal, Chiliöl. Nur Chiliöl. Ja. Das Schärfste, was ihr habt. Und Stracciatella, ja. Genau. Darf es ein Randstück oder ein Mittelstück sein? Mittelstück lieber. Bei mir Rand. Fast. Einmal Rand, einmal Mittelstück. Okay, Power fürs Training. Ich will Margarita. Werden dann nochmal in den Ofen gehauen, damit man sie auch wirklich schön crunchy und frisch bekommt. Und dann steht man hier wie die beiden und wartet auf sein Pizzastück. Er packt uns jetzt auf jeden Fall Stracciatella drauf. Nur das Innere von Burrata. Chili Oil up. Sehr geil. Top. Darf ich mitnehmen, ja? Ja, ja, klar. Falls ich das noch nicht zu scharf ist. Wie ist, Freunde, was geht denn jetzt? Wenn es nicht scharf genug ist, können wir uns selber noch was drauf machen. Sind wir uns jetzt einig, oder? Da sind wir uns jetzt alle einig. Passen wir uns einig. Die Pizza sieht geil aus. Juicy. Juicy. Juicy, up. Das ist schon richtig. And always be free. Ey, wie geil ist die Szene eigentlich aus dem Xavier Naidoo? Boah. Das war meine Idee. Sehr krass, sehr krass. Dieser Weg, dieser... Wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit viel Lärm wirst du dir einig sein. Doch. Okay. Bon Appetit, meine Männer. Bon Appetit. Hallo, ich bin da. Boah, ich bin beruhigt. In den Teig kannst du nichts sagen. Die backen die noch insgesamt dreimal. Die backen einmal den Teig vor, danach kommt es raus, Tomatensauce und so drauf, nochmal rein, dann kommt es hier rein, wenn es fertig belegt ist, dann nochmal rein, bevor du es kriegst. Dann ist der Teig crunchy. Die Salami ist auch geil scharf. Der ist nicht trocken, der Teig. Und jetzt film mal kurz auf dich, bitte. Eine Art kannst du auch bei einer Kuh und Milch. Wie, aber? Wie war die Bewegung? Also davor habe ich das mit dem Honig gegessen, das ist meine ehrliche Meinung, das feiere ich gar nicht. Weil es einfach nicht mein Ding ist, haben wir gerade schon erwähnt, die Salami ist schön scharf. Chiliöl marschiert auf dieser Pizza. Strammus Maximus und der Teig ist auch schön dünn.
Und von unten sieht er auch gut aus. Luigi. Boah, mit Luigi, glaube ich, woanders Pizza essen gehen, ist schon schwer, weißt du, ich meine? Weil der weiß, was er kann, und wenn er das dann nicht kriegt, dann ist er sauer. Weißt du, was besser sein könnte? Stell dir vor, diese Salami-Slices wären noch dünner geschnitten. Dann würden die, weißt du was, kennst du diese Teile, die du am Boden gemacht hast, so umgedreht haben, die springen alleine hoch? Dann würde die so aussehen wie in Stockholm. Der Rand würde so angekokelt sein. Mm. Das wäre noch geiler. Aber ansonsten ist schlapp. Alles zusammen. Alles zusammen. So, das war. Wir haben 1, 2, 3, 4. Ja, 4 mal 5. 5, guck ich 0. Wie viele Stücke Pizza waren das, weißt du? 4. 4. Du zuerst 1, jetzt ist noch was. Passt. 42, 60. Mach 45. Danke dir. Danke, danke. Diese Honig, okay, das ist nicht mein Ding, aber ja, ich verstehe es. Ich verstehe es, manchen Leuten taugt es wahrscheinlich. Diese Chili-Honig-Soße ist auf jeden Fall die neue Signature, hat er jetzt gerade noch gemeint. Da muss ich auch ehrlich sagen, dass es mir nicht schmeckt, heißt nicht, dass es schlecht ist oder so, sondern es ist eine Geschmackssache. Ich bin dann einfach immer der pikante Typ. Ansonsten, Variation an Pizza ist das Einzige, wo ich sagen könnte ein bisschen noch größer sein. Ansonsten, Pizza Salami war echt sehr, sehr stark. Die würde ich auf jeden Fall öfter essen kommen. Genau, jetzt geht's weiter. Okay, Leute, danke, ciao, ciao. Danke, ciao, ciao. Wiedersehen, schönen Tag. Ciao, danke, ciao. Matto Pizza, Freunde. Ich finde das Logo auch geil. Ich glaube, es soll ein Mund sein, wo eine Zunge rausschaut. Es könnte aber auch eine Frau sein, nur die Augen fehlen. Es könnte eine Frau sein, wo die Augen fehlen. Bruder, die Haare sind das oben. Das untere, wo die Zunge ist, ist das Gesicht. Mach da jetzt Mund und Augen rein, ist es ein Kopf. Das ist der Millennium-Falke von oben, Alter. Google mal jemand, welches Dinosaurier hat 5000 Zähne? Und liest den Namen vor. Du musst aber versprechen, du liest laut vor. Nein. Doch, musst du einmal. Komm mal, google einfach. Zähne. 500 Zähne, oder? 500, ja. Ah, 500 ist was anderes. Lies den Namen mal vor. Lies einmal. Aber steht da wirklich, gell? Nigasaurus einfach, Bruder. What the fuck? Bei Nacht sieht dieser Dome schon geil aus. Der sieht immer geil aus, muss ich sagen. Das ist ein imponierendes Gebäude. Wien tendiert auf jeden Fall dazu zu übertreiben, was Weihnachtsdekoration betrifft im Winter. Dennoch wunderschön, und wenn die Weihnachtsmärkte kommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann könnt ihr euch freuen. Glühwein, ich komme! Kinderwunsch. Sorry. Aber es ist auch wieder, schau mal an, Alter, es ist wirklich was. Ah, da ist schon, da wird schon aufgebaut, gell? Ja, ey, crazy, gell? Ich habe noch gar nicht realisiert, dass es bald Weihnachten ist. Genau, wie gesagt, wir fliegen ja bald nach Tokio. Deswegen für alle Leute, die die Kanäle noch nicht abonniert haben, abonniert sie gerne, um auf der ganzen Tokio-Reise nichts zu verpassen. Auf der ganzen Japan-Reise, nicht nur Tokio. Ah, das habe ich noch nicht gesagt. Tokio, Osaka. Was noch? Kyoto, Sapporo. Vielleicht. Was haben die sich jetzt aber gedacht? Ich habe gesagt, Alter, ich habe noch nie einen schwarzen Japaner gesehen. Apple Shopping, ja? Yeah? Hi. Ja, ich würde gerne MagSafe kaufen. Oben, glaube ich. Ja, genau, ist oben. Weil wir kommen hier, gehen hier rein und kommen tagelang nicht mehr raus. Ja, ja. Ist wie ein Labyrinth. Ja, eben. Hast du was nochmal? MagSafe, sagst du? MagSafe, ja. Ach so, du meinst das? Den hier. Genau, den. Ah, okay. Weißt du, was ich gemeint habe? Ja, guck, er war auch verwirrt. Das hier hatte ich gemeint, dass du das willst. Ah, du meinst schon diesen Puck hier? Ja. Yeah. Genau, den. Okay, cool. MagSafe und Battery Package fürs Handy hinten hat sich jetzt Lukas geholt. Schaut er sich noch kurz iPads an, und dann geht's eh schon ins Gym. Diese Battery Package ist ganz nice, aber ich habe keine Schale dafür, das hält da nicht. Das ist ein bisschen blöd. Und ja, ich habe die Lösung. Rhino Shield. Das Ding macht aus Handschrift echter Schrift, Freunde. München. Los. Genau, jetzt gehst du auf das Lasso und dann noch umwandeln. iPad, MyPad, stark. Dome me purple. Purple Dome, purple. Alter, das kann nicht sein. Nüdeli. Also, Freunde, ich habe euch das Gym jetzt eh schon ein paar Mal gezeigt, deswegen würde ich jetzt auch nicht unnötig das Video in die Länge ziehen. Wie gesagt, wenn ihr auch solche coolen Handyschalen wollt, wie auch immer, mit coolen Knöpfen und dies und das und allem extra, mit meinem Code RANDYFRIDAY. Ihr kriegt sowieso 60%, und mit meinem Code kriegt ihr nochmal 10% drauf. Genau, im Großen und Ganzen war das. Du hast auch einen Code. Ja, Mann. Wie ist der? Lukas10. Mit dem kriegt ihr
Ihr wisst, welchen Code ihr benutzen sollt, oder? danke fürs Einschalten. Checkt gerne auch Lukas seinen Kanal ab. Und bis zum nächsten Mal. Maria, Maria. Ich weiß selber das jetzt. Ja. Liegt jetzt ein bisschen verstört. Okay, soll ich mich umdrehen? Ja. Typ ist wirklich gegangen.